Lieber Markus Blume, lieber Wolfgang Stefinger, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die wunderbare Begrüßung, erst mit den Böllerschüssen, dann mit den schönen Fotoapparaten, dann mit der wunderbaren Musik und den Fahnen. Ich freue mich, in Trudering zu sein und ein bisschen an Ihren wunderbaren Festtagen teilzunehmen. Und lieber Herbert Frankenhauser, besser gesagt, lieber Berti Frankenhauser, wie wir ihn nennen, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Das ist sozusagen jetzt das Ende Ihrer Bundestagszeit. Aber meine Damen und Herren, ich darf Ihnen verraten, Sie kennen ihn ja gut. Ich weiß nicht, ob er hier genauso ist wie in Berlin. In Berlin jedenfalls, da hat man ihn besser zum Freund, als dass man ihn nicht zum Freund hat. Und für jemanden wie mich, denn er kann einem schon zeigen, wenn man einem Abgeordneten nicht so richtig Respekt gegenüberbringt, dann hat Berti Frankenhauser schon gute Möglichkeiten, den jungen Abgeordneten das zu zeigen, wie man sich benimmt. Und da er auch im Haushaltsausschuss tätig ist, kennt er sich aus, zu Hause und in der Welt. Lieber Berti Frankenhauser, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier in Trudering zu Gast sein darf. Und natürlich möchte ich seinem Nachfolger auch alles Gute wünschen. Alles Gute auf dem Weg nach Berlin, von Trudering nach Berlin. Und lieber Ludwig Spaenle, natürlich bin ich auch sehr gerne hier bei der Münchner CSU. Hier gibt es ja auch vieles zu entscheiden. Erst einmal die Landtagswahl. Alles Gute. Bayern muss weiter gut regiert werden. Das geht nur mit der CSU. Und deshalb werde ich aus vollem Herzen die CSU unterstützen. Zusammen mit Alexander Dobrindt, der heute mitgekommen ist. Zusammen mit Horst Seehofer, mit all unseren Freunden. Bayern und die CSU, das gehört zusammen. Nur so bleibt Bayern Spitze, meine Damen und Herren. 15, 14, 15. Und natürlich, auch wenn wir hier in einem traditionsreichen Bereich Trudering sind, dann wissen wir, dass wir vor allen Dingen einen nächstes Jahr in den Ruhestand schicken wollen. Das ist der jetzige Oberbürgermeister. Und deshalb wünsche ich alles Gute dem Nachfolger, Herrn Spieth. Herzlich willkommen und alles Gute. München muss auch besser regiert werden. Meine Damen und Herren, wenn ich heute zu Ihnen komme, dann natürlich immer gerne nach Bayern. Einmal, weil Sie hier abends um 6 schon längere Zeit gemütlich bei Bier und Brot sitzen. Und trotzdem das Bundesland sind mit den besten Wirtschaftsleistungen, mit den besten Schulabschlüssen. Ich weiß nicht, wie Sie das alles machen. In Bayern lernt sich es vielleicht schneller oder Sie stehen früher auf als die anderen. Ich weiß es nicht. Es muss jedenfalls so bleiben, wie es ist. Aber ich glaube, die Stärke Bayerns, die liegt auch ganz dicht damit zusammen, dass Sie hier ein ganz eigenes, tiefes Gefühl für Ihre Heimat haben. Und Heimat, das ist heute ja zweierlei. Das ist die Tradition, das, was wir seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten von unseren Vorfahren übernommen haben. Und Heimat, das ist unsere Gegenwart, in der wir leben. Und weil wir eine so starke Vergangenheit haben und weil Sie hier ganz besonders in Bayern so eine starke Heimat haben, können Sie eben auch eine starke Zukunft bauen. Wer nicht weiß, wo er herkommt, der kann auch nicht sagen, wo er hingehen will. Und deshalb habe ich Zukunft in Bayern in Ihren Augen gesehen. Ich habe eben gesagt,
als ich 2005 Bundeskanzlerin wurde. Da hatten wir in Deutschland im Winter danach noch über 5 Millionen Arbeitslose. Das war die Bilanz von Rot-Grün, meine Damen und Herren. Und eine Zeitung mit den großen Buchstaben, die schrieb damals: Frau Merkel, das sind jetzt Ihre Arbeitslosen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist richtig. Die Menschen haben uns, die Union, noch mich als Bundeskanzlerin gewählt, damit es besser wird. Und wenn wir heute um die 3 Millionen Arbeitslosen haben, 2 Millionen weniger, dann ist das das Ergebnis von kluger Politik von CDU und CSU. Und diesen Weg wollen wir fortsetzen. Nicht einfach, weil wir weiter regieren wollen, sondern weil wir wollen, dass es den Menschen in Deutschland gut geht, meine Damen und Herren. Und deshalb wird jeder einzelne von Ihnen in diesem Jahr, im September, wenn er über Bayern entscheidet, und im September, wenn Sie über die Zukunft der Bundesregierung entscheiden, sich ja selber fragen müssen, was bedeutet mein Kreuz für eine Partei, für mich ganz persönlich? Denn es geht ja um die Zukunft jedes Einzelnen. Warum darf jeder wählen? Weil jeder mitbestimmen soll. Weil jeder sich überlegen soll, wie stelle ich mir mein Land vor und mit wem kann ich die meisten Vorstellungen, die ich für mich persönlich habe, auch verwirklichen. Und auf dem Weg hierher und hier auch im Saal war eine ganze Menge Kinder. Und die Kinder, die haben ja noch eine lange Zukunft vor sich. Und die jungen Leute, die hier Musik spielen. Und die sind in einer Welt, in der ja nicht alle anderen auf der Welt gar nichts tun, sondern in der andere auch gut sein wollen. Die Touristen aus China, aus Indien, die kommen nach München, die gucken sich das Oktoberfest an und dann sagen die, so wollen wir auch leben. Ja, ist doch gut. Und dann lernen die fleißig. Und deshalb ist es wichtig, dass junge Menschen heute einen ordentlichen Schulabschluss machen können. Dass junge Menschen heute an guten Universitäten studieren können. Dass junge Menschen einen guten Beruf lernen können. Und all das ist in Deutschland und ganz besonders in Bayern sehr gut. Und deshalb kann ich nur sagen, wer auf Leistung setzt, wer sagt, wir wollen die Stärken von jedem Einzelnen entwickeln, von jedem Kind, und die sind unterschiedlich. Der eine kann besser rechnen, der andere hat geschicktere Hände. Jeder muss seine Möglichkeiten bekommen, das, was er oder sie gut kann, auch durchzusetzen. Wer das möchte, der muss in Bayern CSU wählen, meine Damen und Herren. Und im Bund CDU. Und dann haben wir die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Beruf gelernt haben, die Meister sind, die Ingenieure sind, die irgendwo vielleicht ein kleines Unternehmen haben, ein mittelständisches Unternehmen. Die sind ja diejenigen, die die Steuern zahlen, mit denen wir dann das machen können, was wir auch für die Gemeinschaft machen wollen. Und meine Damen und Herren, eins werden wir nicht mitmachen von der Union, dass die einen in Deutschland fürs Geld ausgeben zuständig sind und die anderen sollen erklären, wie sie das Geld verdienen. Bei uns darf nur ausgegeben werden, was wir auch wirklich einnehmen. Das gehört zusammen. Das ist verantwortliche Politik. Ansonsten werden unsere Kinder und Enkel keine Chance haben, wirklich auch ihre Zukunft gestalten zu können. Und in Bayern sind sie schon ein ganzes Stück weiter als in vielen anderen Bundesländern. Bayern wird 2030... Das ist der Plan vom Ministerpräsidenten Horst Seehofer, von seinem Kabinett und dem ganzen Landtag, keine Schulden mehr haben. Dann können Sie wirklich redlich in der Zukunft leben, meine Damen und Herren. Es muss Schluss sein mit dem immer neuen Schulden machen und damit den jungen Menschen die Chancen rauben. Das ist ein zutiefst moralischer Ansatz.
ein zutiefst moralisches Gebot. Und an der Stelle kann ich Bayern schon verstehen. Schauen Sie, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist die CDU auch mit in der Regierung. Und seitdem die Christlich-Demokratische Union dort mit in der Regierung ist, zahlt Mecklenburg-Vorpommern auch Stück für Stück Schulden zurück. Aber ich kann Sie gut verstehen, dass Sie sagen, für Bundesländer, die sich Dinge leisten können, die sich Bayern nicht leistet, weil diese Bundesländer sich das eigentlich auch nicht leisten können, sondern einfach nur jedes Jahr Schulden machen, für diese Bundesländer können wir nicht unbegrenzt zahlen. Da verstehe ich Bayern und da hat Bayern die volle Unterstützung. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben heute die Jugendarbeitslosigkeit halbiert gegenüber vor 8 Jahren. Das heißt, Hunderttausende von jungen Menschen haben heute eine Arbeit. Und jetzt müssen wir uns doch immer fragen, wie entstehen denn Arbeitsplätze? Wo kommen die denn her? Und Arbeitsplätze kommen im Allgemeinen daher, dass es Menschen gibt, die sagen, wir wollen ein Unternehmen gründen. Das Wort Unternehmer ist ein ganz interessantes Wort im Deutschen. Das sind Menschen, die etwas unternehmen wollen. Und die wollen keinen Staat, der ihnen dauernd Knüppel zwischen die Beine schmeißt, sondern die wollen einen Staat, der ihnen hilft, dass sie etwas unternehmen können. Und jemand, der ein Unternehmen gründet, einen kleinen Betrieb oder einen größeren, der ein Familienunternehmen übernimmt oder der ein großes Unternehmen führt, das sind Menschen, die haben eine Idee. Die stellen sich vor, ich produziere etwas, ich biete etwas an und die gehen ein großes Risiko ein. Denn diese Menschen wissen ja gar nicht, ob sich andere Menschen für ihr Produkt interessieren. Und es ist eine wunderbare Sache, wenn wir sagen, wir haben erfolgreiche Unternehmer, weil das sind Menschen, die haben sich was ausgedacht, was andere Menschen brauchen, was andere Menschen kaufen, was andere Menschen bestellen. Und diesen Menschen müssen wir helfen, dass sie mehr davon produzieren können, damit sie mehr Menschen einstellen können, mehr Menschen Arbeit geben können. So funktioniert das, wenn wir von Wachstum sprechen, meine Damen und Herren. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag nichts weiter mache, als mich umzugucken und zu sagen, wo habe ich denn hier einen Unternehmer, der erfolgreich war, was hat der denn verdient und was kann ich dem wieder wegnehmen? Dann ist das natürlich völlig falsch, sondern ich muss mir was überlegen, wie ich dem Unternehmer sagen kann, du solltest noch mehr davon tun. Und deshalb sagen wir, wir werden Familienunternehmen, wir werden kleine Unternehmen nicht höher besteuern, weil wir zum Schluss weniger Steuern haben werden, sondern wir werden ihnen Mut machen, noch mehr zu produzieren und dann können wir alle mehr Steuern einnehmen, meine Damen und Herren. So rum funktioniert das Ganze. Unternehmer schaffen Arbeitsplätze. Und in Deutschland haben wir gut ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, pfiffige Techniker, Ingenieure, Meister. Und die haben viele Jahre nach der Finanzkrise ja auf zusätzlichen Lohn verzichtet. Die haben gesagt, okay, wir sind auch bereit, ein Stück zurückzustecken, damit unser Arbeitsplatz erhalten bleibt, damit Deutschland gut durch die Krise kommt. Und manche von denen können jetzt wieder etwas mehr Lohn bekommen. Und da haben wir gesagt von der Union, passt mal auf, ihr habt mitgetan. Ihr habt genauso Verantwortung gezeigt wie die Arbeitgeber. Und wir wollen jetzt nicht, dass durch die Inflation und die kalte Progression, durch den Steuertarif, der immer steiler ansteigt, euch die Hälfte oder mehr von dem, was ihr mehr verdient, weggenommen wird, sondern wir wollen, dass ihr wirklich das rauskriegt, was ihr auch verdient habt. Und deshalb wollten wir die kalte Progression abschaffen, meine Damen und Herren. Und die Sozialdemokraten haben nicht mitgemacht und deshalb sagen wir, wir wollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fair entlasten, damit der Staat nicht mehr einnimmt,
weil andere besser gearbeitet haben, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch in dieser schwierigen Situation, in der sich die europäische Wirtschaft befindet, in der sich die Weltwirtschaft befindet, dass wir in Deutschland alles tun, was Unternehmer und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärkt. Dass wir nicht einfach mehr als Steuersätze erhöhen, um anschließend weniger Geld für die Gemeinschaft zu haben. Und meine Damen und Herren, wir brauchen auch gute Universitäten. Und warum sind denn gerade die Ausbildungsstätten, die Universitäten, die Hochschulen, die technischen Einrichtungen in Bayern so gut? Weil Bayern hier investiert, weil Bayern viel in die Forschung und Innovation gibt. Und wir haben in der Bundesregierung dasselbe gemacht. Und seitdem kommen Wissenschaftler aus dem Ausland wieder zu uns zurück. Und wir haben die besten Universitäten, wir haben Exzellenz und hier in München ganz besonders viel. Und nur so werden wir auch in Zukunft Dinge herstellen können, Dinge erfinden können, die besser sind als das, was woanders gemacht wird. Und nur so können wir weiter unseren Wohlstand erhalten. Und deshalb setzen wir auf Wissenschaft und Forschung und Innovation und Technologie, meine Damen und Herren. Und wir sind ein offenes Land. Wir laden Menschen ein, wir sehen im Augenblick, in der Europäischen Union gibt es in vielen Ländern große Probleme. Es gibt Länder, die haben viele Jahre keine Reformen, keine Veränderungen gemacht. Die müssen das jetzt alles auf einmal machen. Und da sind viele, viele Jugendliche, zum Teil 50% der jungen Menschen arbeitslos. Und wir haben freie Lehrstellen. Da sagen wir, wer bei uns etwas lernen will, ist herzlich willkommen. Aber, meine Damen und Herren, wir sagen auch, wer zu uns kommt, wer bei uns dauerhaft leben möchte, der muss sich natürlich auch an unsere Gesetze halten. Der muss sich auch an unser Grundgesetz halten. Der muss auch das akzeptieren, was für uns richtig ist. Und der muss auch bereit sein, die deutsche Sprache zu lernen. Denn wir können uns nur so gemeinsam verständigen. Und deshalb war es richtig, dass CDU und CSU gesagt haben, wir müssen noch mal gucken im Kindergarten und wenn die Kinder in die Schule kommen, dass wir da mal schauen, wie gut können die denn überhaupt Deutsch. Denn ein Kind, was in der ersten Klasse seinen Lehrer nicht versteht, das kann natürlich auch nichts lernen. Ohne uns, ohne die Union hätten wir heute nicht die Sprachstandsprüfung, würde heute nicht überprüft werden, ob die Kinder auch Deutsch können. Und auf diesem Weg müssen wir weitermachen. Denn wir wollen natürlich, dass die, die dauerhaft bei uns leben und zu uns gekommen sind, hier auch Arbeit finden, hier auch erfolgreich sein können. Aber das geht nur, wenn wir gemeinsame Regeln haben. Und ich sage auch, wir sind in Deutschland aus voller Überzeugung ein tolerantes Land. Schauen Sie, wir haben noch unglaublich viel geschafft. Die Älteren von Ihnen, die wissen noch, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg war. Die wissen noch, was für eine Aufbauleistung geschafft wurde. Die wissen noch, wie weite Teile von Deutschland in Trümmern lagen. Die wissen noch, wie unser Land erst wieder um Anerkennung sich bemühen musste. Und Europa, das war nach dem Zweiten Weltkrieg die Antwort darauf, dass wir in Zukunft nicht mehr Krieg gegeneinander führen, sondern dass unsere Söhne und Töchter friedlich und in Frieden aufwachsen können. Und das ist gelungen. Das ist ganz viel wert. Und die Jüngeren hier im Zelt gehören zu den ersten Generationen seit Jahrhunderten, die nicht mehr auf europäischem Boden Krieg führen müssen. Aber, meine Damen und Herren, wenn wir gemeinsam in Europa arbeiten, dann müssen wir natürlich auch gemeinsam die Regeln einhalten. Und wenn wir eine gemeinsame Währung haben,
dann müssen wir das allemal tun. Und deshalb hat Theo Weigel damals für den Stabilitätspakt gekämpft und hat gesagt, es kann sich nicht jeder verschulden, wie er Lust hat, sondern wir müssen uns gemeinsam an Regeln halten. Und an uns ist es heute, und ich nehme diese Aufgabe ganz ernst, zu sagen, gemeinsam können wir nur erfolgreich in Europa sein, wenn wir uns an die gemeinsam gegebenen Regeln auch halten. Alle miteinander. Das ist die Voraussetzung. Und manchmal wird ja gesagt, dass wir so lange in Brüssel debattieren und streiten. Nun glaube ich, Sie tun das hier sogar in München manchmal oder im Bayerischen Landtag. Ab und zu gibt es auch mal Streit. Und manchmal sitzen wir eine ganze Nacht mit 27 Regierungschefs und reden darüber, wie wir für die nächsten 7 Jahre unseren Haushalt machen, streiten um 5 oder 10 Milliarden Euro. Aber meine Damen und Herren, wissen Sie, worüber wir nicht streiten? Und das ist unglaublich wichtig. Wir streiten in Europa nicht mehr darüber, ob wir Demokratie haben, ob wir freie Wahlen haben, ob wir Meinungsfreiheit haben, ob wir Reisefreiheit haben, ob wir Religionsfreiheit haben, ob wir Pressefreiheit haben. Das alles ist für uns ganz selbstverständlich geworden und seit der deutschen Einheit glücklicherweise für alle Deutschen in Deutschland. Und das müssen wir bewahren in Europa. Das ist unser gemeinsamer Schatz von 500 Millionen Menschen. Und deshalb sagen wir eben auch, so wie wir tolerant sind, so wie wir Religionsfreiheit haben, so wie wir natürlich den Bau von Moscheen wollen, wenn Muslime hier ihrer Religion nachgehen wollen, so erwarten wir aber auch, dass auf der Welt die Christen, die ihre Kirchen bauen wollen, ihre Kirchen bauen können. Und dafür treten wir ein, meine Damen und Herren. Und zum ersten Mal hat die christlich-liberale Koalition gerade auch die weltweite Religionsfreiheit und den Schutz von Christen als einen Teil unserer Außenpolitik aufgenommen. Und gerade unser Fraktionsvorsitzender Volker Kauder kämpft an dieser Stelle ganz entschieden. Und wir sollten ihn alle dabei unterstützen. Und jetzt schauen wir uns die Welt an. Wir sind in Europa 500 Millionen. Auf der Welt leben über 7 Milliarden Menschen. Deutschland hat noch etwas mehr als 1% der Weltbevölkerung. Das heißt, wenn wir 100 Menschen auf der Welt aufmarschieren lassen, dann ist gut einer davon ein Deutscher. Und deshalb ist es so wichtig für uns, wenn wir etwas, was uns wichtig ist, durchsetzen wollen, dass wir dann sagen, wir schließen uns in Europa zusammen, dann sind wir wenigstens 500 Millionen, 8% der Weltbevölkerung. Auch noch nicht viel, aber da wir wirtschaftlich stark sind, können wir da natürlich einiges beschließen. Aber ich habe schon gesagt, es gibt Länder, die steigen auf. China, 1,3 Milliarden Einwohner. Das Indien, 1,1 Milliarden Einwohner. Und diese Länder wollen auch erfolgreich sein. Sie wollen auch in Wohlstand leben. Und deshalb geht es nicht darum, dass wir heute einfach auf Kosten der Zukunft leben, sondern dass wir uns heute um unsere Zukunft kümmern. Und um die Zukunft kümmern, das heißt eben bereit zu sein, Wirtschaft zu stärken, Innovation zu stärken, Bildung zu stärken, die besten Autos bauen zu können, die besten Maschinen bauen zu können, die besten Chemiefabriken zu haben und die interessantesten Unternehmungen zu haben, die auf der Welt ihre Waren verkaufen können. Deutschland lebt davon, dass wir Dinge produzieren, die andere auf der Welt gerne haben möchten. Und da ist Bayern besonders stark und deshalb geht es Bayern so besonders gut. Und das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt, wenn Sie wählen, natürlich die Entscheidungen fällen und die Weichen stellen für die nächsten Jahre.
Bayern und in Deutschland. Ich habe über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesprochen, über die Schüler. Jetzt spreche ich einmal über die älteren Menschen. Die älteren Menschen haben dazu beigetragen, dass wir heute so erfolgreich sind. Sie haben mit ihrer Arbeit die Voraussetzungen dafür geliefert, dass das, was wir heute an Wohlstand haben, überhaupt da ist. Und wir sind nicht immer gut umgegangen mit den älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Meine Damen und Herren, glücklicherweise sind die Zeiten vorbei, wo jemand mit 55 sich schon rechtfertigen musste, warum er nicht schon zum alten Eisen gehört. Wir haben damit Erfahrung kleingeredet. Das ist keine menschliche Gesellschaft, wenn die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht ernst genommen werden in unserer Gesellschaft. Und deshalb brauchen wir Sie, die Älteren, ganz besonders. Aber wenn jemand 40, 45 Jahre gearbeitet hat, dann hat er oder sie auch einen Anspruch darauf, sich sicher zu fühlen in unserer Gesellschaft. Sich sicher zu fühlen, wenn man krank wird. Sich sicher zu fühlen, wenn man Pflegeleistungen braucht. Sich sicher zu fühlen in der eigenen Umgebung und zu wissen, dass man, wenn man schwere Schicksalsschläge erleiden muss, nicht alleine steht in einer Gesellschaft. Und deshalb gehören für uns, für die Union, Werte schaffen, Werte erarbeiten und auf der anderen Seite Menschen Sicherheit geben zusammen. Das ist das Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann eine Gesellschaft nur erfolgreich sein, wenn wir es schaffen, dass die Generationen zusammenhalten. Dass die junge Generation nicht erlebt, wie wir heute schon alles verzehren, was sie morgen braucht. Und dass die junge Generation im Gegenzug bereit ist, Solidarität auch mit den Älteren zu üben. So wird eine menschliche Gesellschaft gebaut. Und die brauchen wir, wenn wir Heimat haben. Und deshalb wissen wir, dass wir nicht an allen Stellen heute schon gerecht sind. Wir haben zum Beispiel in der Union mit der CSU und mit der CDU, mit unserer Frauenunion darüber diskutiert, dass die Generationen von Frauen, die Kinder bekommen haben, aber noch nicht so viel Rente bekommen haben wie heute, dass die für unser Land unglaublich viel beigetragen haben und heute oft nur eine ganz kleine Rente haben. Und deshalb haben wir gesagt, auch für die Frauen, die vor 1992 Kinder bekommen, müssen wir mehr Anerkennung im Rentenrecht geben, weil diese Frauen Kinder großgezogen haben, die wir heute als junge Menschen haben und die wieder für unser Land arbeiten. Da müssen wir mehr Gerechtigkeit zeigen. Genauso müssen wir natürlich etwas dafür tun, dass junge Familien heute eine Chance haben. Und meine Damen und Herren, wir haben lange in der Union darüber gesprochen, Wahlfreiheit. Naja, ich vermute mal, manche männliche Wesen haben damals gesagt, sagen wir mal Wahlfreiheit, aber vielleicht bleiben die Frauen ja doch zu Hause. Und nun hat sich herausgestellt, einige erziehen gerne ihre Kinder zu Hause, andere möchten auch sehr schnell Beruf und Familie wieder vereinbaren. Und Wahlfreiheit, das heißt, dass wir nicht festlegen vom Staat oder von der Politik, wie Menschen ihr Leben gestalten sollen, sondern wir von der Christlich-Demokratischen Union und von der CSU, wir sagen, der Herrgott hat uns unterschiedlich geschaffen. Wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Wünsche, Träume, Vorstellungen. Und die Aufgabe des Staates ist es nicht, die Menschen gleich zu machen, sondern die Aufgabe des Staates ist es, Menschen es möglich zu machen, so zu leben, wie sie das mit Vater, Mutter und ihren Kindern besprechen. Und das wollen wir ermöglichen, meine Damen und Herren, und nicht richten über andere Menschen.
deshalb gehört für uns beides zusammen. Mehr Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren. Jetzt will ich Ihnen verraten, ich habe mit Horst Seehofer darüber oft gesprochen. Kein Bundesland hat so generös und so eindeutig gesagt, Kommunen, sagt uns, was ihr braucht, um die notwendigen Kita-Plätze zu schaffen. Die bayerische Staatsregierung wird das unterstützen. Und wenn in München heute noch nicht genug Kita-Plätze sind, dann ist das nicht die Schuld von Horst Seehofer, sondern dann ist das die Schuld von Herrn Rude, weil er es nicht auf die Reihe gekriegt hat, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Und wir haben genauso gesagt, wenn Familien sich entscheiden, dass sie noch ein paar Jahre nach der Elternzeit zu Hause bleiben wollen, dann soll es eben auch das Betreuungsgeld geben. Beides muss möglich sein. Wir schreiben nicht vor, wie die Menschen zu leben haben. Das ist unser Anspruch. Und meine Damen und Herren, wir sagen auch den jungen Vätern, ihr sollt die Möglichkeit haben, euch auch schon um eure kleinen Kinder zu kümmern. Die Großväter wissen ja meistens, wie schön das ist mit den Enkeln. Die Väter lernen es heute schneller kennen. Auch das ist richtig, dass wir hier ein anderes Verständnis in den Familien haben. Und Bayern ist im Übrigen das Bundesland, in dem die meisten Väter Elternmonate nehmen, meine Damen und Herren. Also ein Bierschluck auf die jungen Väter in Bayern. Begeisterung scheint noch nicht ganz so stark zu sein, aber das entwickelt sich noch, glaube ich, meine Damen und Herren. Ja, und so sagen wir, die Familien, das ist der Ausgangspunkt unserer Politik in Familien, die müssen wir stärken. In Familien passiert doch etwas, was kein Staat verlangen kann. In Familien liebt man sich, in Familien steht man füreinander ein. Eine Familie kann man nicht einfach aufkündigen, sondern eine Familie ist dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für ihre Eltern Verantwortung zeigen. Und deshalb muss der Staat die Familien schützen, deshalb muss er sie stärken, deshalb soll er ihnen über die Lebensweise keine Vorschriften machen. Und nur durch starke Familien wird ein Land auch wirklich ein starkes Land sein, meine Damen und Herren. Und dann sagen wir, der Staat muss Rahmenbedingungen setzen. Aber der Staat kann nicht alles leisten. In Deutschland sind über 20 Millionen Menschen ehrenamtlich tätig. Und ich glaube, diese Menschen haben ein ganz herzliches Dankeschön verdient, dass wir so viele Ehrenamtler haben, die sich kümmern um die Traditionen, um die Sportvereine, um die Musikvereine, um all das, was unser Land stark macht, vielfältig macht, lebendig macht. Und deshalb haben wir als Bundesregierung das Ehrenamt gestärkt und nicht geschwächt. Und das werden wir auch weiter tun, meine Damen und Herren, weil wir dadurch insgesamt stärker werden. Das alles ist soziale Marktwirtschaft. Aber ich sage auch, soziale Marktwirtschaft erwartet, dass jeder, der in einer schönen Heimat lebt, sich auch für diese Heimat einbringt. Und die Schwierigkeit unserer Zeit ist, dass wir heute Vorgänge auf der Welt haben, wo Menschen versuchen, immer wieder keine Verantwortung zu übernehmen. Wo Banker mit unglaublichen Finanzmarktprodukten Gewinne erwirtschaftet haben und dass, als das alles den Bach runterging, da haben sie gesagt, jetzt sollen die Steuerzahler mal dafür einstehen. Und es muss die Lehre aus der Finanzkrise von 2008 und 2009 sein, dass wir dahin kommen, dass nicht mehr der Steuerzahler für die Fehler der Finanzmärkte eintritt, sondern dass die Finanzmärkte so reguliert sind, dass sie keine Fehler mehr machen, meine Damen und Herren. Und es ist auch richtig, dass Wolfgang Schäuble jetzt dafür arbeitet mit seinen Kollegen international, dass wir nicht lauter Schlupflöcher haben und Steueroasen, wo große Unternehmen weltweit dann kaum Steuern zahlen
und der Mittelständler in Deutschland hohe Steuersätze zahlt. Das kann auch nicht richtig sein. Jeder, der einen guten Produktionsstandort hat, muss auch die Kraft haben, dort seine Steuern zu zahlen, meine Damen und Herren. Steuerflucht und Steueroasen müssen bekämpft werden. Wir brauchen mehr Gerechtigkeit auf den Finanzmärkten und dafür steht die Bundesregierung ein. Und natürlich können wir unsere Forderungen dann besser durchsetzen, wenn wir selber stark sind. Und deshalb arbeiten wir immer an beiden Plätzen für ein starkes Deutschland und für ein starkes Europa. Aber ich sage Ihnen auch, ohne ein starkes Europa wird Deutschland auf Dauer auch nicht stark sein. Und deshalb brauchen wir Solidarität in Europa, aber deshalb muss auch jeder seine Hausaufgaben machen. Und meine Damen und Herren, wenn wir heute hier in Truderingen im Festzelt sitzen, dann schauen wir in die Zukunft und sagen, wie geht es uns allen und mit wem geht es uns in Zukunft besser? Den Rentnerinnen und Rentnern, denen, die ein gutes Gesundheitssystem brauchen, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Familienunternehmern, den großen Unternehmen, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrern. Und da sage ich Ihnen auch, wir machen nicht immer alles richtig. Das ist gar keine Frage. Aber wenn Sie sich mal die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland anschauen, dann werden Sie sehen, dass dann, wenn es schwierig war, die Union am richtigen Platz war, wenn sie Verantwortung übernehmen. In Bayern können Sie das besichtigen, da ist das fast immer so gewesen. Wenn Sie an die deutsche Einheit denken, wenn Sie an die Weltwirtschaftskrise denken, wenn Sie jetzt an unsere Schwierigkeiten in Europa denken. Und Heimat und das Agieren in der Welt, das hängt ganz eng zusammen. Und wir als Union, wir können nur so stark sein, weil wir auf Sie vertrauen, jeden Einzelnen. Weil wir sagen, wir sind nicht so schlecht als Politiker. Wir haben unsere Vorstellungen, ja. Aber wir können doch vieles machen. Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir die Menschen in unserem Land fördern und wenn wir ihnen helfen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. Und deshalb, und das ist der große Unterschied in der politischen Auseinandersetzung, glauben wir von der Union nicht, dass wir alles besser wissen. Wir glauben nur, dass wir am stärksten sind, wenn jeder mit dem, was er kann, sich in unser Land einbringen kann. Und dann erwarten wir natürlich auch, dass die, die etwas können, auch etwas für die Gemeinschaft tun. Man kann sich nicht einfach auf Kosten der Gemeinschaft ausruhen. Aber wir machen jedem Mut und sagen Danke für die, die Musik spielen. Danke für die, die im Ehrenamt sind. Danke für die, die gut arbeiten. Danke für die, die diese Truderinger Festwochen vorbereiten. Danke denen, die unser Land so stark machen. Nicht, weil wir Politiker das alles können, sondern weil wir den Menschen Mut zusprechen, sich in unser Land einzubringen. Das ist mein starkes Deutschland. So stelle ich mir ein starkes Bayern vor. So wollen wir weiter arbeiten. Und darauf bringe ich einfach einen guten Schluck hier. Herzlichen Dank für die Einladung.